Jana Raubachs Doktorarbeit konnte ihr die Lust an ihrem Untersuchungsgegenstand zum Glück nicht nehmen. Ich bin per se nicht so ein Honig-Fan, von daher konnte mir die Arbeit mit Honig die Lust auf Honig nicht wirklich verderben. Abgesehen davon, wenn man im Labor arbeitet, dann denkt man sowieso nicht so viel über Essen nach. Jana Raubach hat an der Technischen Universität Dresden einen ganz speziellen Honig untersucht. Vor etwas über 10 Jahren wurde hier entdeckt, dass er anders als gewöhnlicher Honig ein besonderes Molekül enthält. Es verleiht ihm Eigenschaften, die ihn für die Hausapotheke und darüber hinaus wertvoll machen. Das Besondere am Manuka-Honig ist dieses Molekül hier, Methylglyoxal. Das kommt eben nur in Manuka-Honig vor, der aus dem Nektar des Manuka-Strauches gewonnen wird. Und Methylglyoxal wirkt bakterienhemmend oder tötend sogar. Der Manuka-Strauch wächst vor allem in Neuseeland. Manuka-Honig hat sich hier zu einem regelrechten Exportschlager entwickelt. Er ist selten und bis zu 40 Mal teurer als normaler Honig. Deshalb kommt immer wieder gefälschter Manuka-Honig auf den Markt. Ein paar Tropfen Methylglyoxal im Wert von 50 Cent reichen, um Manuka-Honig für 60 Euro das Glas vorzutäuschen. Aber wie kann man nachweisen, ob das Methylglyoxal nachträglich zugesetzt wurde? Jana Raubachs Idee? Wenn das Methylglyoxal natürlichen Ursprungs ist, reagiert es im frischen Honig mit den anderen Inhaltsstoffen. Sie entwickelt mit ihren Kollegen Hypothesen, welche Reaktionsprodukte bei der Honigreifung entstehen könnten. Bei nachträglich zugesetztem Methylglyoxal sollten sie fehlen. So könnte eine Fälschung nachgewiesen werden. In ihrem Text für den Klartextpreis versucht sie, die Laborarbeit möglichst spannend darzustellen. Ich finde, wenn man im Labor arbeitet, bekommt man immer gar nicht mit, wie detektivisch die Arbeit eigentlich ist. Letztendlich, die Situation, die ich aber am Anfang meines Textes schilder, ist genau so, wie sie vielleicht auch bei CSI Miami ablaufen könnte. Konzentriert schaue ich auf den Bildschirm. Eine gerade Linie läuft durchs Bild. Die Vorbereitung der Probe hat ganze 5 Tage gedauert. Dann passiert es, das Signal steigt an. Das nachgewiesene Reaktionsprodukt beweist, Methylglyoxal war von Anfang an in dieser Honigprobe. Jana Raubach hat noch etliche andere Reaktionsprodukte entdeckt, die echten von gefälschtem Manuka-Honig unterscheiden. Wenn sie mit Freunden über ihre Forschung spricht, muss sie klarmachen, dass ihre Arbeit erst der Anfang ist, um einen offiziellen Test gegen Honigbetrug zu entwickeln. Aber immerhin hat sie mit ihrem Spezialgebiet einen Vorteil. Es stößt meistens auf Interesse. Tatsächlich ist die häufigste Reaktion, die man bekommt, wenn man über Chemie spricht oder eben sagt, ich promoviere in der Chemie, dass man dann doch so ein, oh Gott, das habe ich früher gar nicht gern gemacht. Und genau diesen Aspekt finde ich persönlich total spannend, eben dann die Leute darüber aufzuklären, dass Chemie nicht immer irgendwas Stinkendes, Abstoßendes sein muss, sondern eben auch gerade in Bezug auf Lebensmittel was ganz Normales und ja, Spannendes, was ja letztendlich auch in dem Kontext mit Manuka-Honig zum Verbraucherschutz beiträgt und man den Leuten das eben vermitteln kann, dass man da ja, einen Beitrag zum Verbraucherschutz geleistet hat.